Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste, es ist erschütternd. Erneut erhalten Schüler und Eltern eine Hiobsbotschaft. In fast 650 Schulklassen fehlen Noten auf den Halbjahreszeugnissen. Weil die Landesregierung nicht genügend Lehrer eingestellt hat, konnte der Unterricht in bestimmten Fächern nicht stattfinden und also auch keine Noten vergeben werden. Geht man bei 650 Schulklassen von nur 20 Schülern pro Klasse aus, so sind sage und schreibe mindestens 13.000 Schüler von diesem Aussetzer in der rot-rot-grünen Bildungspolitik betroffen. Herr Minister Holter, ich sage Ihnen deutlich, das, was Schüler am Ende des Schuljahres bekommen, das ist, nennt sich Zeugnis und nicht Lückentext. Und Sie als Minister, Sie sind dafür verantwortlich, dass das ordnungsgemäß passiert, und Sie versagen kläglich. Unser Grundgesetz stellt das Schulwesen unter die Aufsicht des Staates. Die Thüringer Verfassung proklamiert nicht nur ein Recht auf Bildung in Artikel 20, sondern sie legt in Artikel 23 Absatz 1 eindeutig fest, dass in Thüringen jedes Kind durch die allgemeine Schulpflicht dazu gezwungen ist, eine Schule zu besuchen. Wenn der Staat eine Schulpflicht bestimmt, dann ist er auch selbst in der Pflicht, einen regulären Unterricht zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass das Recht unserer Kinder auf Bildung auch inhaltlich ausgefüllt wird. Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung, und das wird von der Landesregierung derzeit nicht gewährleistet. Statt Lösungen hören wir vom Bildungsminister nur peinliche Ausreden. Im zweiten Halbjahr beispielsweise sollen viele Stunden dadurch nachgeholt werden, dass epochal unterrichtet werde. Und wir fragen uns, Herr Minister, wer soll denn bitte epochal unterrichten? Etwa die Lehrer, die überhaupt gar nicht da sind? Für wie beschränkt halten Sie eigentlich die Bürger dieses Landes? Aber zur Sicherheit schiebt der Minister ja gleich das für ihn Relevante hinterher. Er, ich zitiere, könne nicht versprechen, dass jeder Schüler jede Zensur bekommen wird. Dies, meine Damen und Herren, ist eine Kapitulation der Regierung auf ganzer schulpolitischer Linie, weil hier die elementaren Bildungsleistungen des Staates schlicht nicht mehr erfüllt werden. Sie begnügen sich mit der Verwaltung des Mangels. So hat man es in der DDR ja auch gemacht, nicht wahr, Herr Minister? Ausbaden muss es die nachwachsende Generation. Fallen im ersten Halbjahr so viele Stunden aus, dass keine Noten gegeben werden können, so ist auch für das zweite Halbjahr davon auszugehen, dass in der Regel genauso viele Lehrer fehlen. Am Ende werden wohl also auch Abschlusszeugnisse Lücken aufweisen. Was macht das dann wohl für einen Eindruck, wenn Jugendliche sich mit unvollständigen Zeugnissen bei heimischen oder auch auswärtigen, hart arbeitenden Betrieben bewerben? Die staatlich verschuldete Bildungslücke ist für jeden ersichtlich dokumentiert. Wenig zielführend ist es auch, auf andere Bundesländer zu verweisen, wo es, wie man hört, ähnlich schlecht steht. Das ist doch kein Trost. Überall sind es dieselben Truppen, die uns in dieses Desaster hineinmanövriert haben und sich jetzt weigern, die Ärmel hochzukrempeln und zu zeigen, dass wir kein Entwicklungsland sind. Es sind die Vertreter der Altparteien, von der CDU über die Grünen bis zur Linken. All diese Leute, die von der Rettung der Welt oder mindestens der Rettung Europas trällern, sie alle versagen bei einer der fundamentalen Staatsaufgaben vor der eigenen Tür. Und es wird Zeit, dass dieser Spuk beendet wird. Bildung ist das Wichtigste für unsere Kinder, und diese derzeitige Bildungskatastrophe darf eben nicht länger verwaltet, sondern muss beendet werden. Vielen Dank. Vielen Dank.